Oh mein fucking Gott. Verbieten natürlich so Victoria's Secret Model. Die Tasche ist gepackt nach einer durchgemachten Nacht. Wir haben noch 8 Stunden Fahrt bis in deine Stadt. Oder so ähnlich sieht's aus, Leute, weil es geht heute zu einem Daytrip. Ich weiß, man soll nicht unbedingt so viel Trips machen, aber dieser Trip muss sein. Ich muss endlich wieder meinen Kopf frei bekommen. So viel Stress in letzter Zeit und ihr glaubt nicht, was ich heute mache. Ich gehe einfach snowboarden, Leute. Ich war das letzte Mal vor 5 Jahren, glaube ich, snowboarden. Und das ist jetzt insgesamt, glaube ich, auch erst mein 3. Mal wirklich richtig snowboarden. Ich bin richtig, richtig excited. Hab richtig, richtig Bock. Es wird crazy. Aufi, aufi. Mal nach diesem Tunnel. Angekommen am Stuhleck. Oi. Schaut's euch an. Da werde ich gleich runterbrettern mit meiner Skierfahrung. Was denkst du? Ich muss meine Füße hier in so einen Lauf schieben. Boah, ihr habt fast angegossen. Ich weiß, was man sagt. Große Füße. Großes, weiß ich nicht. Fuck, ich hätte mal vorher die Dings anziehen sollen, die Skihose. Oh, ich bin so ein Trottel. Ich bin schon fertig umgezogen. Was? Oh. Ja, gut, dass ich wieder pumpen gehe, ey. Direkt auf Masse. Ich trainiere zur Masse zur Zeit. Boah, gib mir das Vlies, Bruder. Boah, ich bin so eine Frostbeule, Mann. Oh. Die Challenge beginnt einfach in 45 Minuten. Ich bin echt, ehrlich gesagt, ein bisschen aufgeregt, weil ich so lange nicht mehr snowboarden war. Und Patrick ist so ein krasser Profi und ich habe echt Angst, dass ich mich so geisteskrank blamiere, wenn ich da diese Piste runterrutsche. Katastrophal. Schritt Nummer 1 ist geschafft, Leute. Ich muss euch ehrlich gesagt gestehen, und davor hatte ich am meisten Angst, dass das nicht funktioniert. Boah, auf dieses Ding reinsteigen, weil das konnte ich letztes Mal nicht so gut. Das Ding da hinten zum Beispiel. Ich höre, dieses Ding war mein Tod, dieser Schlepper da. Und das ist immer so unangenehm, weil jeder das kann, nur man selbst kann es nicht. Aber der Champion ist back wie englische Rücken, sage ich mal so. Oben angekommen. Ich bin jetzt schon außer Atem, muss ich euch sagen. Zur Info, ihr könnt diese FFP2-Masken oder wie die heißen, direkt bei den Skiliften kaufen, weil das ist vorgeschrieben, wenn ihr Skifahren geht, dass ihr die auf jeden Fall aufsetzen müsst. Einfach so beim Lift. Easy cheesy. Für 3 Euro haben wir die jetzt gekauft. Ich glaube, manchmal kriegt man die auch für 2 Euro. Also das ist gar keine Hektik. Aber schaut euch das an. Es gibt alles. Schlechtes das Snowboard oder nicht? Ich wusste, dass Tiefschnee so anstrengend ist. Da komm ich nicht mal hoch. Das ist noch nicht mal richtiger Tiefschnee hier. Hä? Das ist noch nicht mal richtiger Tiefschnee hier. Okay. Bereit? Ja, geht. Let's go, let's abfahrt. Every time I need a rescue, hanging on the verge of breakdown. Even though I try to replace you, but loneliness makes me break.
einfach brutal war das. Einmal Dings einstellen. Leute, es war einfach nur geil. Ich bin zwar jetzt todeserschöpft, aber es hat so gebockt, Mann. Ich glaube, die Drohnenaufnahmen sind auch geil geworden. Wir haben gar nicht so, obwohl wir haben schon ein bisschen was gefilmt, aber eher so Instagram-Style-mäßig. Aber es ist ja eh Weekly Vlog und ich will hier nicht zu viel an einem Tag raushauen. Wisst Bescheid, ne? Oh, Leute, Tag 2 dieser Woche. Und ich möchte das Thema noch einmal kurz ansprechen. Also ich glaube, ich kann bei einigen, stößt das wahrscheinlich auf Unmut, dass ich jetzt auf den Pisten war, beziehungsweise auf der Piste war während Corona und dass ich so ein bisschen was gemacht habe. Aber ich möchte euch einmal klarstellen, es ist in Österreich erlaubt. Man sollte es einfach auch ausnutzen, weil ich drehe durch. Ich kann einfach nicht mehr, dieser Lockdown macht mich fertig. Auf der Piste ist so wenig los gewesen. Am Wochenende und quasi, also an Feiertagen ist natürlich sehr, sehr viel los. Aber jetzt war auf der Piste einfach viel, viel weniger los als in der Großstadt. Und da will ich denn, bevor jemand irgendwie Kritik äußert oder irgendwas Negatives dazu sagt, wieso sollte man nicht irgendwelche Aktivitäten machen, die gut organisiert sind, auch während des Lockdowns? Also ich persönlich finde, das wäre eine Katastrophe, wenn man es nicht macht. Ich finde eh, dass es eine absolute es ist ein absolutes Vollversagen, dass den Menschen einfach Sport weggenommen wird in größtmöglicher Form. Das hält man halt irgendwie nicht mehr aus. Und bei mir ist es halt so, ich mache mein ganzes Leben lang mindestens 6-mal die Woche Sport und kann jetzt keinen Sport mehr machen seit eigentlich fast einem Jahr. Also wir müssen jetzt auch nicht mehr von ein paar Wochen oder so reden. Nein, es ist jetzt einfach schon fast ein Jahr lang eingeschränkt. Beziehungsweise es gibt immer wieder neue Sachen und Gyms werden verboten. Also es sind jetzt schon mehrere Monate, die meines Erachtens fast ein Jahr jetzt in Beansprucht nehmen, beziehungsweise bis das alles durch ist, auf jeden Fall ein Jahr. Also wir reden hier nicht mehr nur von ein paar Wochen und ich glaube, da müssen die Leute jetzt auch mal das nachvollziehen, dass Leute, die einfach Sport als Lebenselixier brauchen, Spaß machen, Sport gehen und wenn das alles so gut geregelt ist wie auf den Skipisten unter der Woche, sollte sich niemand dazu kritisch äußern. Und was ich noch ein paar Mal gelesen habe, so Influencer werden jetzt fertig gemacht, weil sie quasi so ein schönes Leben propagieren. Ey Leute, ganz ehrlich, ich will mit meinem Content euch immer etwas liefern, damit euch das Leben Spaß macht, damit ihr sehen könnt, was das Leben alles zu bieten hat. Und ich finde, gerade in der jetzigen Zeit ist es genau deshalb eine Aufgabe von mir, quasi an der Grenze des Erlaubten, Nicht-Erlaubten zu schauen, was man einfach machen kann, damit das Leben einfach noch lebenswert ist. Weil, sind wir ehrlich, das Leben ist unter den Corona-Bestimmungen einfach zero lebenswert. Aber jetzt mal zu den erfreulichen Dingen des Lebens. Uff, uff. Ich habe 2 Pakete bekommen. Zwei. Beziehungsweise, ich habe sie nicht bekommen. Ich musste sie gerade abholen, weil ich sie verpennt habe. Beziehungsweise, ich glaube, sie wurden gestern geliefert. Boah, ich habe so krasse Nackenschmerzen von gestern. Boah. Einfach so 2 fette Dinger. Ich muss diesmal aufpassen, weil letztes Mal habe ich aus Versehen meine Telefonnummer und Adresse geleakt auf Instagram. Und jetzt probiere ich das irgendwie so ein bisschen seriöser zu machen. Ich weiß nicht, wie das aufgeht. Oh, es ist voll viel. Lieber Dennis, wir wünschen dir einen guten Start in 2021. Ich habe viel Freude mit deinen neuen Junos-Produkten. Vielen Dank für deinen Support. Beste Grüße, Moritz und das Junos.de-Team. Junos. Wie ihr sehen könnt, habe ich dieses Paket ein bisschen falsch aufgemacht. Also Junos ist, glaube ich, so eine neue Brand für Männer. Nahrungsergänzungsmitteln und so Face Cream. Zurzeit sterbe ich einfach in diesen Face Creams und Facial Cleaners. Also das ist das jetzt von Junos neu eingetroffen. Ich habe auch noch von Kiehl's voll viel. Und ich shoot ja auch für Yves Saint Laurent gerade immer ab und zu was. Das heißt, da kriege ich auch immer mal wieder Produkte. Aber ich kann euch mal was verraten. Dieses Hyaluronic Acid und Vitamin C ist in gerade absolut jedem Face Cream Produkt. Und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, weil die sehr, sehr gut sind. Voll gut für eure Haut. Und ich muss euch ehrlich gesagt gestehen, seitdem ich die benutze. Okay, jetzt gerade nicht, weil ich so fresh like a baby mich geschaved habe. Aber normalerweise, wenn man die so benutzt, dann ist die Haut einfach so viel gesünder. Auf die freue ich mich am meisten. So Schlafkapseln, so beruhigende Schlafkapseln. Ich bin richtig, richtig gespannt. Weil ich habe ja voll viel Schlafprobleme. Vielleicht habt ihr schon mal mitbekommen. Und das soll mir auf jeden Fall dabei helfen, dass ich besser schlafe. Das hier ist, glaube ich, so Manneskraft oder so ein Scheiß. Ich weiß nicht so genau, wofür das ist. Muss ich mal rausfinden, für was das hier ist.
Oh mein Gott. Also auf dieses Paket habe ich krass gewartet. Trinkdose. Also ich kannte das Unternehmen vorher gar nicht. Die Candy Drinks und Mystery Box. Wie geil sieht diese Box aus? Hammer, oder? Schön so eine Weihnachtsedition irgendwie, ne? Weihnachtsbox, Weihnachtsbox. Sagt Bescheid, dass Dennis kommt, Bock drauf hat und die Geschenke verteilt. Boah. Oh Gott, jetzt muss ich definitiv Insta-Story machen, weil die Leute lieben Süßigkeiten und ich möchte sie natürlich gerne teilen. Boah, mein Nacken, ey, tut einfach so weh. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig umdrehen. Also, was ist drin in der Box? Wir haben Cheese Curds, Capri-Sonne, Blackcurrant und Apple. Noch nie gehört. Ey, einfach ganze Tüte Lucky Charms. Sour Patch Kid. Da haben sie wahrscheinlich irgendwas mit meinem Humor gesehen und mir direkt so Kinderpackung geschickt. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Einfach M&M's White Chocolate. Geisteskrank. Digga, einfach alles mit White Chocolate. Kit Kat White Chocolate. Mix, boah. Ich glaube, alle Leute kennen Reese langsam. Reese ist richtig krass angekommen. Ich glaube, als ich in Australien war, habe ich das so krass gesuchtet. Geisteskrank war das. Ist immer so geil, wenn die Sachen einfach nicht aus Deutschland kommen. Denn überall werden diese Sticker drauf gemacht für Pfand. Ich muss schon sagen, Deutschland ist das, was das angeht, sehr fortschrittlich, das Pfandsystem. Einfach Fanta Blueberry, noch nie gehört. Ja, das hier ist einfach Zuckerschock, sein Vater. Halber Liter, oh mein Gott. Du bist, was du isst. Süß bin ich.